Schon bald werden in Los Angeles wieder diverse Filme die Chance bekommen, haufenweise Preise abzuräumen. Vorher sind aber die mindestens fünfmal so relevanten Awards meiner Lieblingsfilme an der Reihe. Also, wenn der Oscar nicht an meine Nummer 1 geht, dann wisst ihr genau, wie nutzlos diese Verleihung eigentlich ist. Ich glaube, das arrogante Gehabe kauft mir keiner ab. Mittlerweile sollte es, glaube ich, klar sein, dass Batman mein absoluter Lieblings-Superheld ist. Die Arkham-Spiele, die Tim Burton und Christopher Nolan-Filme. Besonders da konnte mich die stimmige, düstere Atmosphäre begeistern. Dennoch versuchte ich, keine zu hohen Erwartungen an Batman wie Superman zu haben. Zack Snyders Man of Steel fand ich grottig und ich war mir auch insgesamt unsicher, ob mir die Distanzierung vom realistischen Film Batman durch die Einführung von Superman gefallen wird. Im Endeffekt war ich nach dem Kinobesuch einigermaßen zufrieden. Ben Affleck hat für mich die bisher beste Batman-Darstellung von allen abgeliefert. Auch die Optik und Musik war wirklich gelungen. Okay, der Film langweilte mich phasenweise ein wenig und auch die Handlung war hier und da etwas konfus. Ich rate euch daher dringend zur Ultimate Edition, wo in der halben Stunde Zusatzlänge schon einige Unklarheiten von der Kinofassung beseitigt werden. Aber ansonsten hatte ich nichts zu meckern. Ja gut, das Finale war mir auch etwas zu over the top und... Ich hatte trotzdem meinen Spaß mit dem Film. Also bitte DC, fahrt trotz der durchwachsenen Kritiken für Batman wie Superman weiterhin die düstere Schiene und degradiert euch nicht selbst zum schlechten Marvel-Plagiat. Lasst Justice League nicht so werden, wie er beim ersten Trailer auf mich wirkte. Hier haben wir einen Film, welcher bei der Allgemeinheit mal wieder für sehr gemischte Gefühle sorgte. Ich fand ihn schlichtweg geil. Ich kann mich kaum erinnern, wann ein Film es zuletzt geschafft hat, dass ich mitten im Kino mich dauernd wegschmiss vor Lachen. Schon allein die Grundidee wurde genial umgesetzt, aber dann noch gepaart mit der grenzenlosen Niveaulosigkeit entstand ein Animationsfilm, den ich jedem empfehle, der was mit schwarzem Humor anfangen kann. Und wer Fan von South Park ist, worauf wartet ihr? Quentin Tarantino gehört für mich zu den Regisseuren, wo ich ohne Bedenken mir seinen neuesten Film stets angucken kann. Auch bei The Hateful Eight wurde ich nicht enttäuscht. Tolle Schauspieler, gut geschriebene Dialoge und die Handlung zu keiner Sekunde vorhersehbar. Der Gewaltgrad ist außerdem besonders für heutige Standards immens hoch. Ich persönlich begrüße das aber, da ich das einfach für einen Atmokiller halte, wenn ein Film eine düstere Geschichte erzählt, die für brutale Momente prädestiniert ist, den Zuschauer dann aber kaum damit konfrontiert. Aber ich schweife ab. Wie üblich ein grandioses, intensives und blutiges Gesamtpaket. Jedoch ist das auch der Grund, warum der Film keine höhere Platzierung bekommt. The Hateful Eight setzt das Schema von Tarantinos anderen Werken ungekrümmt fort. Die folgenden Plätze dagegen boten für mich zusätzlich einen großen Überraschungseffekt. Zuerst dachte ich, dass Arrival ein weiterer uninspirierter Alien-Invasionsfilm sein wird. Wie sehr ich mich doch geirrt habe. Aus dem bereits relativ abgedroschenen Thema schaffte man es nochmal eine sehr eigene Idee zu entwickeln. Ich werde jetzt mal nicht weiter ins Detail gehen und euch einfach Arrival empfehlen. Der Film hat mich auf so vielen Ebenen beeindruckt und überrascht, dass es, denke ich, das Beste ist, ihn mit so wenig Vorwissen wie möglich zu sehen. Aber welchen Film musste er sich geschlagen geben? Mit hammermäßigen Horrorfilmen wurden wir in der letzten Zeit nicht wirklich verwöhnt. Wenn es dann aber ein Streifen wie 10 Cloverfield Lane schafft, mit seinem makellosen Zusammenspiel von purer Spannung, grandioser Atmosphäre und überragender Schauspielerperformance nahe der Perfektion zu sein, ist die Begeisterung doch umso größer, oder? Ich wurde seit Ewigkeiten nicht mehr so gepackt wie hier. Wird dieses Meisterwerk und John Goodmans Wahnsinnsleistung nicht mindestens mit einer Nominierung honoriert? Weiß ich auch nicht mehr. 10 Cloverfield Lane ist ohne Frage einer der besten Filme, die ich jemals sehen durfte. Also los, Dalli, schaut ihn euch im Kino an. Wobei, nicht im Kino, da läuft er ja nicht mehr. Rennt zur nächsten Videothek und leitet ihn euch da aus und schaut ihn euch dann zu Hause an. Oder schaut ihn euch im Internet an. Ich meine, natürlich nur auf legalen Wege, logisch, was denn sonst. Aber Hauptsache, ihr schaut ihn euch an. Er lohnt sich. Also, ich bin raus, mach's gut, ciao.